Ja, herzlich willkommen zur neuen Legislaturperiode. Wir haben heute die konstituierende Sitzung unserer Fraktion. Es ist ganz klar, wir sind alle sehr traurig über das Wahlergebnis vom Sonntag. Das kann uns in keiner Weise zufriedenstellen. Da gibt es auch gar nichts zu beschönigen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt einen Neustart hinlegen. Einen Neustart, wo wir auch viele, viele Dinge anders machen werden, um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler wieder zurückzubekommen. Es ist so, dass wir momentan in einer sehr unübersichtlichen Gemengelage sind. Das heißt, wir haben die Situation, dass es keine klaren Mehrheiten gibt, dass es mehrere Optionen gibt, eine Koalition zu bilden. Es ist so, wir stehen für Gespräche natürlich selbstredend bereit. Wir stehen für Gespräche bereit mit der FDP und auch mit den Grünen, aber natürlich auch nicht um jeden Preis. Das heißt, da sollte jetzt auch in dieser Woche mehr Klarheit geschaffen werden, wie es weitergeht, weil dieses Land auch den Anspruch darauf hat, dass also entsprechend schnell regiert wird und dass schnell eine Regierung gebildet wird. Ich gratuliere ganz herzlich Alexander Dobrindt, der gerade zum Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe gewählt worden ist. Und wir werden jetzt gleich gemeinsam in die Fraktionssitzung hineingehen, wo wir die Fraktionsgemeinschaft dann entsprechend bestätigen werden zwischen CDU und CSU. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass das auch so harmonisch und gut klappt. Das ist eine Sache, es liegt auch daran, weil wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten, Alexander Dobrindt und ich. Und danach ist es so, dass wir unsere Arbeitsordnung beschließen werden. Wir werden danach dann auch die Fraktion entsprechend konstituieren und werden dann auch einen Fraktionsvorsitzenden wählen. Alexander. Ja, vielen Dank. Wir kommen jetzt zum ersten Mal zusammen nach der Bundestagswahl, nach einer sehr, sehr schweren auch Niederlage für die Union. Und deswegen erwarten wir, dass auch in der gemeinsamen Fraktion natürlich über dieses Thema intensiv noch diskutiert wird. Wir haben uns heute sehr viel Zeit und Raum genommen für diese Diskussion und diese Debatten, die kombiniert natürlich mit dem möglichen Sondieren für eine Regierungsbeteiligung zusammenhängen. Wir haben die Bereitschaft, dass wir diese Sondierungen auch annehmen, wenn sie dann kommen sollten. Ich sage aber auch ausdrücklich dazu, dass erstens aus diesem Wahlergebnis kein automatischer Regierungsauftrag abzuleiten ist. Zweitens, wir uns Verantwortung nicht entziehen und deswegen selbstverständlich für Gespräche zur Verfügung stehen. Drittens allerdings für die gemeinsame Fraktion klar ist, dass wir uns mit unseren Inhalten nicht entkernen lassen und keine Koalition um jeden Preis annehmen wollen, sondern es geht darum, dass die CDU-CSU-Fraktion mit ihrem Kern, ihren inhaltlichen Kern Bestand hat, auch für die Zukunft, auch in einer möglichen Koalition mit anderen Parteien. Deswegen werden wir auch genau darüber diskutieren, wie man solche Sondierungen, wenn sie dann kommen, entsprechend auch ausfüllen kann. Wir werden heute den Fraktionsvorsitzenden wählen. Ich habe ausdrücklich auch darauf Wert gelegt, dass das zu Beginn der Konstituierung einer neuen Wahlperiode in der Fraktion stattfinden muss. Die Fraktion muss handlungsfähig sein. Sie braucht einen klaren Auftrag an einen Vorsitzenden. Wir wollen Ordnung und dazu gehört, dass wir heute auch entsprechend Wahlen durchführen. Ich glaube, ich darf das sagen, dass ich derjenige bin, der dann an der Stelle auch die Wahlen durchführen darf in meiner Funktion als erster Stellvertreter und Vorsitzender der CSU im Deutschen Bundestag. Bisher liegt mir eine Bewerbung vor, Ralf Brinkhaus. Ob weitere Bewerbungen im Laufe der Sitzung kommen, kann man nicht vorhersagen. Das ist möglich, aber aktuell liegt mir keine weitere vor. Vielen Dank. Kommen wir nun zu Ihren Fragen. Frau Schwietzer vom MDR, bitte. Herr Brinkhaus, wenn Sie sich zur Wahl stellen, heißt das, Sie stellen sich für ein Jahr zur Wahl oder sind Sie auch bereit, einen Kompromisszeitraum zu tragen? Und wenn ja, warum? Dient das dem innerparteilichen Frieden oder wie ist das jetzt verhandelt worden?
Naja, die beiden Parteivorsitzenden werden gleich einen Vorschlag machen und in der Tat, das läuft ja dann schon über die Medien, das wird ein Kompromiss sein. Es wird deswegen ein Kompromiss sein, um das auch ganz klar zu sagen, weil es jetzt darauf ankommt, dass wir auch sehr, sehr geschlossen sind. Und so werden wir dann in die nächsten Monate hineingehen, werden dann schauen, wie Alexander Dobrindt das gesagt hat, ob wir die Sondierung hinkriegen oder nicht hinkriegen, wie wir uns als Fraktion insgesamt aufstellen. Das ist ja auch eine Aufgabe. Wir haben viele neue Mitglieder in der Fraktion. Wir müssen uns umorientieren, weil die Fraktion auch anders geworden ist. Und da gibt es sehr, sehr viel zu tun in den nächsten Monaten. Und das wollen, wenn ich denn dann entsprechend vorgeschlagen und gewählt werde, wir beide dann gerne gemeinsam machen. Vielen Dank. Frau Sievert von Focus Online, Ihre Frage bitte. So, dann machen wir es so. Ich habe eine Frage an Herrn Brinkhaus und eine an Herrn Dobrindt. Herr Brinkhaus, ich habe jetzt die Frage von Frau Schwietzer akustisch nicht ganz verstanden, aber Ihre Antwort hat meine Frage nicht beantwortet, deswegen versuche ich es nochmal. Wieso ist man sich heute erst oder jetzt kurz vor dieser Sitzung darüber einig geworden, ob Sie für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr Fraktionsvorsitzender werden? Und die Frage an Herrn Dobrindt, Sie sagten gerade, wir brauchen Ordnung, Zitat Ende. Ist das geordnet, wenn Armin Laschet alleine Gespräche führt, an denen Sie noch nicht teilnehmen oder nehmen Sie daran teil? Also es ist so, dass es ja da durchaus mehrere Lösungen gegeben hätte, jetzt also wie der Fraktionsvorsitz zu besetzen ist, also sowohl vom zeitlichen Ablauf als auch vom personellen Tableau und ist es gut und das zeigt auch, dass wir handlungsfähig sind, dass obwohl es da ja augenscheinlich unterschiedliche Meinungen gab, also wir in der Lage waren, da einen Kompromiss herzustellen und das zeigt auch, dass CDU, aber auch CSU sehr, sehr daran interessiert sind, jetzt Ruhe reinzukriegen und auch Verlässlichkeit reinzukriegen, damit wir auch entsprechende Gesprächsfähigkeit haben. Sondierungen kann nicht einer alleine führen. Sondierungen können übrigens auch Parteien nicht alleine führen, sondern Sondierung geht nur mit der Fraktion und der Fraktionsführung gemeinsam. Auch deswegen ein guter Grund, dass nicht nur die CSU ihren Vorsitzenden heute gewählt hat als Landesgruppe, sondern auch die gemeinsame Fraktion ihren Vorsitzenden wählt. Und deswegen, ja, wir legen Wert darauf, dass wenn es Sondierungsgespräche gibt, dies ausdrücklich unter Beteiligung der Fraktion stattfindet und mit beiden Parteien, CDU und CSU, gemeinsam. Alleine ist dies nicht möglich. Die letzte Frage an Herrn Blank von der Deutschen Presseagentur. Herr Brinkhaus, noch mal genau auf den Punkt. Sind Sie bereit, sich auch für 6 Monate wählen zu lassen? Und die zweite Frage ist, nachdem die CSU einen sehr großen Wert darauf legt, dass die Union bis Ende der Woche sprechfähig ist, das heißt auch Personen und Personal sozusagen klar hat, ist Armin Laschet für Sie der Verhandler für die CDU bei möglichen Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition? Ja, also Armin Laschet ist der Parteivorsitzende der CDU, deswegen ist er der geborene Verhandler, genauso wie dann auch Markus Söder auch ist und genauso wie das dann also die beiden Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, das heißt ich dann hoffentlich als Vorsitzender und Alexander Dobrindt als Chef der CSU-Landesgruppe. Und ich glaube, das ist der Kern. Es kann keine Sondierung geben ohne die Fraktion. Wir haben da auch eine Positionierung. Wir gehen da sehr, sehr offen rein. Wir gehen da auch demütig rein, weil wir wissen, wie unser Wahlergebnis ist. Aber wir werden auch nicht alles mitmachen, weil wir unseren Markenkern natürlich auch erhalten wollen und dabei auch durchbringen wollen. 6 Monate? Es wird gleich einen Vorschlag der beiden Parteivorsitzenden geben. Ich bin sehr daran interessiert, dass wir heute eine harmonische Sitzung haben, dass wir einen harmonischen Start haben. Und ich glaube, dem muss sich jetzt also auch ganz, ganz viel unterordnen, denn es geht jetzt darum, dass wir zusammenhalten. Es geht darum, dass wir zeigen, dass wir mit dieser schwierigen Situation gut klarkommen. Und die schwierige Situation ist nicht die Besetzung des Fraktionsvorsitzenden, sondern die schwierige Situation ist das Wahlergebnis vom Sonntag.